Moin Leute, wie geht's euch? Die Kartenwelt ist zum ersten Mal mit einem Mappen-Update der FIFA 365 2020 Serie von Panini am Start. Und zwar, ich wollte euch mal informieren, die Serie ist komplett, also 100% gefüllt, mit Limited Editions sogar von dem Panini Shop. Und zwar, wir fangen an mit der Mega Limited Edition von Mohamed Salah. Und mit Kylian Mbappé Limited Edition. Gehen wir auf die erste Seite. Und da fangen wir an mit den ersten neuen Karten, den Top Mastern, den Legends und der Invincible. Mein Lieblingsspieler, Lionel Messi. Man kennt ihn. Hier geht es weiter mit dem FC Chelsea, dem Logo. Der Verteidigung, dem Mittelfeld, denn mit dem Torhüter. Keeper natürlich, lässt sich nicht auswechseln. Man kennt ihn, man kennt ihn. N'Golo Kanté natürlich, die Maschine. FC Liverpool, die dieses Jahr noch ungeschlagen sind. 23 Siege ohne eine Niederlage, das muss man mal erstmal hinbringen. Klopp. Also mit seinen Trainerkünsten. Mohamed Salah, dieses Jahr wieder mal gut am Start. Sieht man ihn. Virgil van Dijk natürlich, bester Innenverteidiger in der Premier League. Manchester City natürlich auch komplett. Dieses Jahr zwar nicht so stark wie letztes Jahr, wo sie die Premier League gewonnen haben. Manchester United, dieses Jahr auch nicht. Berauschend gut. Atletico Madrid mit Molecho, erst 19, hat aber eine Glatze. Jan Oblak, der beste Torhüter, mit Marc-André ter Stegen, muss ich sagen. Barcelona, Marc-André ter Stegen, wo gegen Valencia sehr gut gehalten hat, gegen Maxi Gomez, aber den ersten Elfmeter, aber mit den anderen zwei Gegentoren ist er machtlos gewesen. Lionel Messi, ohne ihn wäre Barcelona einfach noch am Anfang und noch nicht so weit. Real Madrid, der Tabellenführer der La Liga, ist ja zum Tabellenführer geworden gegen den Sieg gegen Real Valladolid. Nacho Fernandes hat sie zum Sieg geschossen mit dem 1 zu 0. Olympique Lyon, Memphis Depay natürlich sehr stark unterwegs. PSG mit Neymar und Mbappé. Auch wie jedes Jahr in der Liga Tabellenführer. Der FC Bayern München mit Jerome Boateng, wo Wechselverbot bekommen hat. Manuel Neuer. Robert Lewandowski natürlich. Kein Team of the Year in FIFA 18, in FIFA 20. Kann man mal machen als EA. Dortmund mit Jadon Sancho, Pancho und Mats Hummels, der hat die Haare schön. Marco Reus, Paco Alcácer will ja jetzt wechseln. Schalke 04, wobei ich nicht so ganz verstehe, warum sie in der Serie vertreten sind. Inter Mailand mit Lazaro und Lautaro Martinez. Perisic ist natürlich auch nicht mehr hier, sondern bei Bayern. Juventus mit Ronaldo natürlich und Buffon. Kalidou Koulibaly, auch ein sehr starker Innenverteidiger. Lorenzo Insigne natürlich der Führer dieser Mannschaft. Mertens ist natürlich auch immer sehr stark unterwegs. Leider ist er jetzt verletzt. Ajax Amsterdam mit Quincy Promise und Ekelenkamp, dem Talent. Und Kasper Dolberg ist natürlich auch nicht mehr bei Ajax. River Plate auch vollständig mit Franco Armani.
und Leonardo Ponzio. Enzo Perez hat natürlich mal bei FC Valencia gespielt. Dann gehen wir weiter mit Palmeiras, Ramirez, Felipe Melo hat bei Gala gespielt, dann ist dieser in die Heimat gewechselt. Dann gehen wir weiter mit den Powerkarten, mit den Goalstoppern, mit den Defensive Rocks, natürlich auch alle am Start. Und den Power-Ups, Keyplayern, mit Axel Witzel, Saúl, Wijnaldum, Zielinski, Caligiuri, den Game Changern mit Salah, Aguero, Suarez, Neymar, Lewandowski, Mertens, Tadic, Depay und Benzema, den Roll den Benza Bra. Dann kommen wir zu den Multiple Karten, den Dynamic Duos und den Power Trios. Das war die letzte Karte, die mir noch gefehlt hat, die 383 mit Busquets, Vidal und Rakitic. Neymar, Mbappé, Cavani natürlich sehr stark unterwegs. Hier kommen wir zu den FIFA Women's World Cup Winners mit Sauerbrunn, Dunn, O'Hara, Ertz, Mewis, Horan, Heath, Alex Morgan natürlich, die Stürmerin. Dann die UEFA Nations League Winner mit Portugal. Ruben Neves natürlich. Haut manchmal echt gute Tore raus. Dann William Carvalho, João Moutinho, der Mittelfeldmotor. Ronaldo natürlich als Tormaschine vorne drin. Alisson, Marquinhos, Miranda. Das sind die Copa America 2019 Winners. Mit Casemiro, Richarlison, Firmino und Gabriel Jesus. Sehr guter Spieler in FIFA natürlich und in echt auch. Dann kommen wir zu den Limited Editions mit Messi, Mbappé, Kroos, Neymar. Die sind natürlich nicht geordnet, sondern einfach nur so, wie ich sie bekommen habe. Lasst es mich wissen, wie ihr die Limited Editions einfach einsortiert habt in euer Heft. Dann kommen wir weiter zu den Premium und Premium Gold Limited Editions. Finde ich sehr schön, die Aufmachung. Dann mit Cristiano Ronaldo. Hier die einzige Karte mit dem Portugal-Trikot als Limited Edition. Dann Mario Götze. Mach ihn. Man kennt ihn. Mohamed Salah, Robert Lewandowski, Griezmann und Salah. Und das war's dann auch schon. Die Serie ist zu 100% komplett. Ist vielleicht auch ein paar Limited Editions, aber ich bin guter Dinge, dass dies noch folgen wird. Und damit wäre ich für heute raus. Und ich wünsche euch noch einen guten Tag, einen guten Nachmittag oder auch einen guten Morgen. Peace, Leute.